Wo sind sie denn? Da. Dann können wir nämlich daraus einen Axtkopf machen und aus dem Holzstab hoffentlich das. Und dann können wir nämlich das zusammensetzen und haben eine Feuerstein-Hatchet. Und wieder Feuerberg! Juhu! Lol. Wie das da festgehangen hat. So, dann können wir nämlich das hier nämlich auch schon abhaken hier. Voll gut. Tinkers Construct Tools. Tools. Mehrere? Okay. Make clay by putting dust into water filled barrel. Ah, cool. Das ist natürlich auch cool. Also auch dann können wir nämlich hier den Kies wieder klein hacken und können daraus. Wie viel Kies haben wir denn hier? Pass auf, wir machen noch nicht alles. Wir machen erstmal so ein bisschen was an der Seite. Und dann wollen wir mal gucken. Jetzt machen wir jetzt wieder Sand und dann brauchen wir Staub. Und daraus machen wir dann nämlich den Clay. Wir können es ja mal ausprobieren. Wie viel kriegen wir denn aus einem so einem Ding raus? Aus einem so einem alten Dust. Wollen wir einen Dust? Wie viel? Oh. Ich hätte noch ganz viel. Sag mal her. Ein Ton. Oh, ein Ton. So, wie war das? Make clay by putting dust. Ja, Hammer. Ton. Tonhammer. Muss ich das klein kloppen hier oder was? Ah, cool. Okay, jetzt haben wir richtig Ton. Craft in cook a crucible. Heat a crucible with a torch. Crucible. Ein Crucible. Haben wir den hier unten nicht schon? Werkzeug ist ein Stufenofen. Ah, okay. Dann können wir ja Half Slabs machen aus, ja, toll, Bruchstein, doch, haben wir noch. Cool. 6, scheiße, wir brauchen doch so viel. Jawohl. Das haben wir, Mutti, das haben wir. So, pass mal auf, dann machen wir den hier hin, würde ich sagen. Lol, ich hab einen Ofen. Und einmal Kohle. Ich habe wieder Kohle. Dann können wir daraus nämlich ein bisschen mehr Kohle machen. Und haben den Vorteil. Ja, genau, das weiß ich. Weil wenn du die nämlich so anpoppst, yeah, dann ist das wie mit Bone Meal zu verarbeiten. Das weiß ich. Yay. Yeah. So habe ich die erste Folge, glaube ich, verbracht auf YouTube. Hier, da ist er gewachsen. Das Problem ist halt nur, es war so Ewigkeit. Es war so unheimlich nervig, ewig die Taste zu drücken. Aber ich habe ja so ein bisschen schon was vorbereiten können und habe da einfach den Vorteil, wie du siehst, schon genug Baumstämme einsacken können und hier ein bisschen was bauen können. Deswegen ist mir das jetzt so ein bisschen egal, wie lange die brauchen zum Wachsen. Deswegen passt das schon. Craft and Cook Crucible. Crucible, der Crucible, der war der Crucible, das war der Cruz. Wie hat das geschrieben? Cruise, ne? Cruise. Verdammt. Da ist er. Crucible. Unviere Crucible. LillyGamerTV, danke für dein Follow. Porzellanklee. Knochenmehl. Wie viel Klee habe ich? Oh, verdammt. Wir müssen nochmal was machen hier. Zack. So, und dann müssen wir den nochmal da reinhauen. Und dann haben wir 8. Jetzt kann ich nur hoffen, habe ich so viel Knochenmehl? Ein. Scheiße, wo habe ich den rausgekriegt? Lol. Okay. Woraus habe ich den Knochenmehl bekommen? Ja, dann siebe ich halt nochmal eine Runde. Ja, die Mobfarm mache ich auch noch. Ich brauche nur jetzt erstmal. Ich arbeite das alles nach und nach ab. Wie gesagt, ich bin Technik-Modpack-Anfänger.
und habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich Plan, wie das vonstatten geht. Und deswegen denke ich mir, ich halte mich einfach an das Buch und mache das nach und nach. So habe ich zumindest dann, oder laufe ich nicht Gefahr, irgendwas zu übersehen, was vielleicht wichtig ist für mich als Anfänger. Ein Auto? Krass, also daraus kommt schon mal nicht, okay. Das, alles weg, was ich nicht brauche hier. Ja, hier sind Sachen drin. Himmelsteinstaub, Alter. Bist du irre, was dieser Mod alles drauf hat. Sky Factory 2 ist da, steht auch im Titel dieses Streams, zufälligerweise. Ich brauche doch bitte. Na, ich glaube, mit der Mob fahren, glaube ich, das Beste, was mir passieren kann, ne? Bevor ich jetzt hier weiter siebe und wahrscheinlich nie. Das war wahrscheinlich Zufall, dass ich das Knochenmehl gekriegt habe, ne? Ich glaube, das ist nicht ganz zu unrecht. Ich glaube, das machen wir auch. Pass auf, den packen wir mal dahin, den Ton. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich so eine olle Mobfarm bauen. Ich glaube, das ist nicht ganz uncool. Doch, da habt ihr recht. Da habt ihr wirklich recht. Wie machen wir die? Bauen wir die hoch? Oder nicht? Irgendwie bist du mir hier so ein bisschen zu uncool jetzt da drin. Wie machen wir das mit der Mobfarm? Was steht denn als Bedingung drin? Ich habe doch gesehen, dass das da irgendwie drin steht. Make a dark room 25 blocks away from your base for spawning mobs and getting loot. Tja, wie machen wir das? Baue ich das jetzt? Erstmal gehe ich pennen. Ganz einfach. Erstmal gehe ich pennen. Nils, du willst doch nur nochmal verloren. So, pass mal auf, dann machen wir das. Wo bauen wir das hin? Erstmal in die Richtung, würde ich sagen, ne? Einfach mal so weg. Weg, weg, weg. Doch, okay, das machen wir, glaube ich, so. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz schauen. 25 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, das heißt, das hier ist der Ausgang. Dann da auch drin, wie groß der Raum sein muss? Nee, ne? Nils, danke für dein Follow! So, ich mache das bewusst erstmal nur so im Half-Slab-Format, weil ich habe jetzt die unteren Half-Slabs genommen, für die Leute, die nicht wissen, was ich hier bisher gebaut habe. Ich habe das Projekt ja als Let's Play auf meinem YouTube-Kanal angefangen. Und baue jetzt hier im Livestream quasi weiter und werde diesen Livestream dann später auch aufsplitten als... Ach scheiße, ich habe ja gar keinen Zoom drin. Und das hat Zoom gemacht. Okay. Und werde diesen Livestream dann später auch, wie gesagt, auf YouTube stellen. Na, ich glaube, einen müssen wir noch machen. Dann haben wir hier genug Spawnplatz auf jeden Fall für die euren Scheißviecher. So, das passt, würde ich sagen. Das passt. Kommen die denn da überhaupt durch? Die brauchen doch bestimmt mehr als nur einen Ausgang, oder? Na egal, pass auf, wir bauen jetzt erstmal.
ganz einfache Kiste. Wir bauen. Bitte bauen Sie jetzt. Ich mache erstmal so eine ganz einfache Mobfarm, weil mir schwebt da schon was anderes vor, aber da brauche ich natürlich Lava für. Wie hoch muss denn der Raum sein? 1, 2, 3, 4 und dann das Dach, ne? Würde ich sagen, oder? Damit hier auch alle hässlichen Viecher drin spawnen können. Oder reicht das schon von der Höhe her? Brauchen wir auch Endermänner? Kommen, glaube ich, noch früh genug, ne? Pass mal auf, wir machen jetzt hier einfach erstmal ganz banal das Dach drauf. Dann haben wir nämlich einen dunklen Raum, wo wir tatsächlich dann jetzt die Viecher drin spawnen lassen können. Aber ich glaube, die brauchen tatsächlich mehr Lauffläche hier, um rauszukommen. Müssen die auch einen Oberblock haben, wo sie drauf laufen können? Nee, das reicht nur zum Spawnen, ne? Mehr brauchen die ja nicht. Das ist, glaube ich, okay so. Nee, doch, das machen wir so. Dann haben die jetzt hier drei Sachen zum Laufen. Das passt. Und dann können die nämlich spawnen. Das heißt, hier muss ich mir tatsächlich dann so eine Klatschsicherheit bauen. Richtig? Denn wenn ich nämlich... Oh verdammt, jetzt habe ich Fehler gemacht. Nein! Fehler! Habe ich noch irgendwo? Ja, habe ich. Sehr gut. Als erstes mache ich den erstmal wieder weg, dass hier mir bloß keiner auf die Idee kommt, da rein zu knallen. So, und dann müssen wir noch mal gucken. Und dann können wir da nämlich farmen gehen. Okay, ich hoffe, das geht so. Nicht, dass ich jetzt selber auf die Fresse kriege, dann kommen die Viecher nämlich hier nicht rein. Und ich kann die mir snacken. So, da müssen wir jetzt auffüllen mit ganzen Blöcken, dass die hier spawnen können. Und dann muss ich mir bis zur nächsten Nacht... Oh, verdammt. Muss ich mir bis zur nächsten Nacht noch ein Schwert machen. Habe ich noch Steine? Ja, ne? Ich glaube, ich habe noch Steine. Ja, alles klar. So, dann haben wir nämlich hier schon mal den Vorteil, dass wir hier Mob-Farms haben und dann die Hoffnung, dass da Skelette spawnen, dass wir daraus dann Bone Meal kriegen. Juhu! Der Gedanke war nicht verkehrt. Vielen lieben Dank, lieber, wer hat das geschrieben? Bauen eine Mob-Farm, LilyGamerTV. Dankeschön! Das muss ja wohl so reichen, oder? Kommen die da durch? Ja, ne? Living in a Box. Werden sie ja wohl durchkommen, oder? Hoffe ich. Das heißt, ich könnte ja eigentlich noch ist ja hell, ich könnte ja eigentlich auch... Ja, genau, das hast du doch mit Absicht gemacht, du Arschloch. Ey! Ich finde ja so grün echt toll, ne? Aber nicht jetzt. Und wollen wir auch schön bauen. Komm, dann wollen wir auch schön bauen, ne? Sollen sie auch schön haben, wenn sie hier spawnen.